zuerst möchte mich herzlichst bedanken, dass ich hier meine Meinung äußern darf. Ich sage euch, das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Ich weiß nicht, ob ich jemandem bekannt bin vom Facebook oder vom Internet und habe keine Ahnung, wie ich von euch allen aufgenommen werde oder welche Einstellung man zu mir hat. Und ich weiß noch nicht, ob gezielte Provokateure eventuell meine Rede stören möchten. Also ich beginne im Namen meiner persönlichen Meinungsfreiheit. Bevor ich auf meine Person eingehe, möchte ich Folgendes vorausschicken. Das Wichtigste ist, dass man das Gemeinsame vor das Trennende stellt. Es ist ganz egal, welcher Fraktion oder welches Sympathie man zu einer Partei oder einer anderen politischen Institution hat. Wir, die meisten von uns, sind gemeinsame Opfer einer unverantwortlichen Politik. Extreme politische Richtungen lehne ich kategorisch ab. Ich bezeichne mich als friedlichen politischen Wahrheitsfanatiker, wahrheitssuchender Bürgerrechtler, Friedens- und Freiheitsaktivist. Ich wurde vor vielen Jahren im tiefsten Waldviertel geboren. Mein Vater war Österreicher mit böhmischen Wurzeln. Meine Mutter war Engländerin mit irischen Wurzeln. Ich finde mich so als ganz echten Europäer. Ich habe vor 20 Jahren nach dieser EU-Abstimmung eine Partei gegründet, wegen der lügenhaften Propaganda für den EU-Beitritt und wegen der ungesetzlichen EU-Wahl, da man gegen die österreichische Verfassung und gegen den Staatsvertrag vom 15.05.1955 gar keine EU-Wahl abhalten hätte dürfen. Der Hauptgrund, warum ich heute hierher gekommen bin, ist der Lissabonner Vertrag. Fast jeder spricht von einem Knebelvertrag, aber warum oder wieso? Niemand geht ins Detail. Deshalb möchte ich einige Artikel vorbringen. Vorher möchte ich auf eines aufmerksam machen. Am 29. März 2008 hat die letzte große Demonstration hier in Wien am Stephansplatz stattgefunden. Die Demonstranten haben eine Volksabstimmung über den Lissabonner Vertrag verlangt. Circa 15.000 Personen haben an dieser Demonstration teilgenommen. Leider muss man dazu sagen, hauptsächlich ältere Leute und nicht gerade höchstens ein Drittel oder ein Viertel von Jugendlichen. Der Lissabonner Knebelvertrag nennt sich das Vertragswerk. Sie können auch sagen, das Werk Gottes oder das Werk des Teufels. Das Vertragswerk ist eine EU-Verfassung,
und bestimmt und regelt die Vertragsveränderungen zu den Mitgliedsländern. Die größte Überraschung für euch alle im Zuge dieses Lissabonner Vertrags wurde auch der Name geändert. Wir sind an sich keine Europäer mehr. Der Name Europäische Union wurde geändert auf Union. Wir sind nur Mitglieder einer Union und nicht einer Europäischen Union, wie man uns immer zureden möchte. Das stimmt ja gar nicht. Diese Europäische Union wurde wahrscheinlich deshalb so genannt, weil man mit nicht-europäischen Ländern einen Vertrag schließen möchte. Oder vielleicht wird dann schon ein Teil von einem US-amerikanischen US-Staat sind. Ich beginne mit Erklärung 27. Die EU-Verfassung steht über die Verfassung aller Mitgliedsländer. Die Verfassungen anderer Länder wird als zweitrangig erklärt. Was heißt das auf der gut Deutsch? Sie wurden abgeschafft, sie gibt es nicht mehr. Man kann darauf zugreifen, wenn man möchte. Man kann auf regionaler Ebene noch Entscheidungen treffen, aber auf internationaler Ebene sicher nicht. Artikel 193 Absatz 1, der EU-Rat. Was ist der EU-Rat? Der EU-Rat besteht aus dem Präsidenten, aus den Kommissären und aus dem Bundeskanzler des jeweiligen Mitgliedslandes. Das Parlament, das Europäische Parlament, rede ich auch noch vom das Unionsparlament, hat keine Entscheidungsgewalt. Sie können Vorschläge mit einer Mehrheit einbringen und dem Europäischen Rat vorlegen. Der Europäische Rat kann jederzeit Verträge mit Mitgliedsländern ändern, ohne Einbeziehung der nationalen Parlamente. Die nationalen Parlamente haben kein Widerspruchsrecht. Stellen Sie sich das vor, wie in einer Privatwirtschaft, Vertragsveränderungen. Jeder kann seinen Vertrag ändern, kein Widerspruchsrecht. Artikel 207, Artikel 3 bis 6, ohne Zustimmung des Parlaments kann der Unionsrat mit dem Bundeskanzler des jeweiligen Landes Verträge miteinander beschließen. Ausnahmen sind zeitweise eine Zweidrittelmehrheit im Parlament bei gewissen Abstimmungen, der ESM zum Beispiel. Wobei das letzte Wort immer noch der EU-Rat hat. Bestimmungen 445. Veränderungen des Grundlagenvertrages können ohne Einbeziehung des Parlaments vom EU-Rat mit dem Bundeskanzler beschlossen werden. Das EU-Parlament wird dazu nur angehört. Artikel 251. Nur der EU-Rat hat die Macht über die Gesetzgebung in Österreich. Dazu kommt die finanzpolitische Generalklausel, erlaubt der Union Finanzmittel unbegrenzt einzuführen. Das Finanzrechtswesen aller Länder kommt unter die Kontrolle der Europäischen Zentralbank. Dadurch verlieren alle nationalen Parlamente, wie das EU-Parlament, die Entscheidungsgewalt.
Richtlinien, Verträge und Gesetze müssen de facto automatisch übernommen werden. Da diese Verträge bereits auf EU-Ebene beschlossen worden sind, die logische Konsequenz wäre die Schließung dieses Parlaments und die Entlassung unserer Volksvertreter. Dem Volk wurde das Selbstbestimmungsrecht genommen. Dies ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Wie wir wissen, leben wir in einer Scheindemokratie. Von Franz Hörmann wissen wir über das Scheingeld und Buchungsgeld Bescheid. Über die Regierung und unsere Abgeordneten wissen wir sehr wenig. Ich sage euch, das sind außer dem Bundeskanzler und Außenminister alles Scheinpolitiker. Sie wurden im wahrsten Sinne entmündigt. Sie haben gerade noch auf regionaler Ebene eine relative Entscheidungsgewalt. Die Unterzeichnung oder die Zustimmung des Lissabon-Vertrages kommt einer Selbstkündigung gleich. Und dies ist eine Blaupause für alle anderen Länder. Im Zuge dessen habe ich am 30.09.2011 hier im Parlament bei einer Abstimmung für die Erweiterung des Rettungsschirmes folgendes Flugblatt abgeworfen. Dazu muss man noch sagen, historisch und geschichtlich hat noch nie jemand von der Journalistenbank oder Journalistenloge Flugzettel abgeworfen. Ich wurde daraufhin für einen Monat wegen diesen Bruches bekam ich Hausverbot und mein Journalistenausweis wurde gesperrt. Auf dem Flugzettel steht Folgendes: die perfekte Show. Parlament wird zum Komödienstadel. Entweder haben unsere Abgeordneten im Parlament den Vertrag von Lissabon nicht gelesen oder nicht verstanden. Durch den Vertrag von Lissabon besitzt nur mehr der österreichische Bundeskanzler und der Außenminister das Recht, Vertragsveränderungen wie die Erweiterung des Rettungsschirmes mit dem Europäischen Rat zu beschließen. Das österreichische Parlament ist nicht mehr gesetzlich berechtigt, über Verträge wie den Rettungsschirm abzustimmen. Heute, am 30.09.2011, findet im Parlament eine Scheinabstimmung statt. Die Abstimmung ist deshalb für die Katz und wird nur durchgeführt, um einen demokratischen Anschein zu wahren. Ich möchte mich noch kurz äußern über das Europäische Parlament. Dem Europäischen Parlament oder Unionsparlament fehlen alle Voraussetzungen, um diesem Namen gerecht zu werden. Dieses Parlament hat weder eine Gesetzgebungsbefugnis noch ein Initiativrecht. Da man bis heute noch nicht von einem gemeinsamen Volk
in der Union oder EU sprechen kann. Außerdem ist das Stimmrecht der Parlamentsabgeordneten von Land zu Land, welches nicht von der Einwohneranzahl eines jeden Landes abhängt, verschieden, welches abhängt von der Einwohnerzahl. Das EU-Parlament hat kein Initiativrecht und kann somit keine Gesetze hervorbringen. Es kann keine Gesetze beschließen, nur mit der Mehrheit seiner Abgeordneten kann es Vorschläge dem EU-Rat unterbreiten. Der Europäische Rat, die Verträge der Europäischen Union sind mit einer Demokratie nicht vereinbar. Sie ermächtigen den Europäischen Rat, also die Regierungschefs der verschiedenen EU-Staaten, gemeinsam mit dem Präsidenten der Union alle politischen Regelungen zu beschließen und ganz oder teilweise jederzeit zu ändern. Dazu gehören Sicherheitsbereich, der Rechtsbereich und der Raum der Freiheit. Dazu gehören die Bereiche Soziales, Wirtschaft und Verbrauch. Auch werden Exekutive und Legislative gleichzeitig vom EU-Rat geregelt. Eine Ausnahme ist nur die Sicherheits- und Außenpolitik. Das Europäische Parlament wird dabei nur angehört, hat aber keine Entscheidungsgewalt. Ich möchte mich nur kurz zur Lage der Nation äußern. Uns geht es nicht viel besser als in anderen Ländern in der Union. Nur wird hier mit anderen Mitteln gearbeitet. Wir haben die größten Abgaben weltweit von allen Ländern. Viele Landsleute können sich nicht Strom und Heizung leisten. Bürgern wird eine vernünftige finanzielle Vorsorge durch die niedrigen Sparzinsen unmöglich gemacht. Nach dem Krieg haben die beiden Großparteien ihre Macht weiter ausgebaut und dadurch sind viele Mitbürger in die Abhängigkeit dieser Parteien geraten. Besonders die vier großen Machtblöcke von Handelskammer, Landwirtschafts-, Arbeiterkammer und dem ÖGB spielen dabei eine große Rolle. Unsere Regierung begeht großes Unrecht, da sie die österreichischen Steuerzahler zwingt, die Finanzmärkte mit ihren Spekulanten und marode private Banken zu finanzieren. Der größte Widerspruch ist aber gleichzeitig ein Sparpaket und ein unbegrenzter Rettungsschirm zu verlangen. Da Österreich seine Souveränität verloren hat und fremde Mächte über uns bestimmen, wie die USA, Ratingagenturen, G7 und EU-Rat, benötigen wir dann auch österreichische Politiker, denen sowieso die Hände gebunden sind? Ich glaube nicht. Zum Schluss möchte ich nur eines sagen. Über die Wahlurne kann man heute nichts mehr verändern. Nur mehr über den Weg, über die Straße mit friedlichen Demonstrationen. Diese Wahlurne kann man eigentlich vergessen. Sie gehört eigentlich eingemottet.